Nikita, how you going, dude? Hello, hello. I'm good. Thank you very much. Nikita, welcome back. Und zwar bei Pestli im Talk. Unser lieber Nikita hat nochmal ein Gespräch geführt am Sonntagabend nach dem Twitch Summer Game Fest. Und hier hat er sehr, sehr viele Infos preisgegeben. Das möchte ich hier wieder zusammenfassen. Aber eine wichtige Nachricht vorneweg. Und zwar hat Nikita diesmal gesagt, dass er kein Podcast, kein Tag auf TV vorschalten wird vor 12.1.1. Das bedeutet, normalerweise findet dieser Podcast statt, um nochmal den Patch zu erklären, was wird neu gemacht, ein bisschen ein paar Previews, Waffen werden gezeigt, Map wird gezeigt und Zuschauerfragen werden beantwortet. Das findet diesmal nicht statt. Das bedeutet, wir werden ohne große Vorwarnung gepatcht. Beispielsweise am Donnerstagmorgen wird ein Tweet rauskommen auf Twitter. So Leute, in ein paar Stunden, 14 Uhr, kommt ein Patch. Und dann wird um 14 Uhr gepatcht, beziehungsweise dann auch eventuell gewiped. Das heißt, sehr, sehr kurzer Vorlauf, sehr, sehr spannend. Und ja, werden sehen, wie das wird. Ansonsten die Zusammenfassung. Let's go! Nachdem jetzt so viel über Streets of Tarkov geredet wurde, stellt Pestli endlich mal die richtige Frage: Wie weit ist eigentlich die Factory-Erweiterung? Nikita sagt, das Ganze ist schon sehr weit, es ist nicht nur sehr weit, es ist fertig. Also soweit ist alles ready to go. Aber sie machen noch ein ganz klein bisschen Feintuning und die Wegfindung des Bosses, der Boss heißt übrigens Kuvalda, der Boss, wie er läuft, wo er lang geht und so weiter und so fort, da sind sie noch ein bisschen am Feintunen. Die Durchschlagswerte ändern sich, und zwar für Gegenstände. Praktisch alle Oberflächen im Spiel bekommen jetzt einen eigenen Penetration-Wert, einen eigenen neuen Penetration-Wert, sodass gewisse Kugeln mit gewisser Penetration gewisse Gegenstände besser oder eben schlechter durchdringen können. Über die Waffenfehlfunktion haben wir in den letzten News schon sehr viel gesprochen. Hier nochmal die Bestätigung, dass die erste Stufe der Waffenfehlfunktion in 12.1.1 kommen wird, nämlich Fehlschüsse, also Misfires. Das bedeutet, dass die Kugeln einfach unkontrolliert aus der Waffe kommen und nicht das Ziel treffen, nicht dahin schießen, wo man hin zielt. Abhängig davon ist das, wie schon bekannt, von dem Durability-Wert, also wie gut die Waffe erhalten ist. Man muss seine Waffe in Zukunft hegen und pflegen, reparieren, einzelne Teile austauschen. Teile an der Waffe werden unterschiedliche Durability-Werte haben, unterschiedliche Verbrauchswerte haben. So kann es sein, dass zum Beispiel ein Schalldämpfer einen viel, viel stärkeren Verbrauch hat und mehr Durability verliert als zum Beispiel ein Dustcover. Und entsprechend muss man einzelne Teile austauschen. Man muss sich einfach mehr um seine Waffen kümmern. Mit der Einführung des Scav-Karmas in 12.1.1 werden ja auch Scavs bessere bzw. schlechtere Ausrüstung am Anfang einer Runde bekommen. Und besser und schlechter bezieht sich in dem Fall auch auf Durability. Das heißt, ein Scav mit einem schlechten Perk-Wert, mit einem schlechten Scav-Karma, kann eine Waffe bekommen mit einem sehr schlechten Durability-Wert. Das bedeutet, er schießt diese Waffe ab und die schießt in alle Richtungen, aber nicht da, wo er hin möchte. Und ein Scav mit einem sehr guten Perk-Wert, mit sehr gutem Scav-Karma, bekommt eine bessere Ausrüstung und das beinhaltet eben auch eine Waffe mit einem sehr hohen Durability-Wert. Dann wiederholt Nikita auch nochmal, dass zwei Bosse geplant sind für Streets of Tarkov, aber ein dritter kommen könnte. Und dass sie die Roaming-Funktion testen, die hatten wir schon besprochen in den letzten News, dass Scavs aus anderen Gebieten eben nach Streets of Tarkov kommen können. Man stelle sich vor, einen Killer, der auf Streets rumläuft, oder andere Scavs in anderen Vierteln, die entsprechend in euer Viertel kommen, wo ihr euch gerade befindet. Einer der neuen Bosse wird der Car-Dealership sein. Der Car-Dealership wird ein Maschinengewehr bei sich tragen und sich in seiner Festung verschanzen, die voller Fallen ist. Scharfschützen überwachen das Gebiet, Minenfelder sind ausgelegt, es gibt sogar Bewegungssensoren, die euch detektieren, wenn ihr euch dem Ganzen nähert. Nikita sagt, es ist fast unmöglich, diese Festung einzunehmen und nur eine Frage der Zeit, bis ihr sterbt, und diese Zeit wird relativ kurz sein. Der Boss selber wird zu erlegen sein, wenn er seine Festung verlässt und außerhalb der Festung am Roamen ist. Nikita erklärt, dass es zwei Versionen des BTR-Taxi geben wird. Das BTR-80, das wir bereits gesehen haben, und eine größere Version, das BMP. Diese beiden Fahrzeuge kann man mit Geld anmieten und sich durch die Gegend fahren lassen, wobei man aber die Route nicht selber bestimmen kann. Das BMP ist dabei die größere Version, ist an sich stärker, ist besser bewaffnet und kann mehr Leute an Bord nehmen. Nikita hat im letzten Podcast schon gesagt, dass sie an einigen Countern arbeiten für diese neuen Fahrzeuge und hat jetzt konkretisiert, dass RPG 7 wird kommen,
Wir werden sehen, wann es kommt. Es heißt ja, dass in 12.1.2 schon die ersten Raketenwerfer kommen könnten. Jedenfalls kommt das RPG 7 und zwar mit verschiedenen Raketentypen. Außer Concordia sind noch weitere Streets of Tarkov-Abschnitte sehr, sehr fortgeschritten bzw. schon beendet. Und es fehlen nur noch Verbindungsstücke zwischen diesen einzelnen Sektionen. Nikita sagt, dass zur Einführung von Streets of Tarkov ein relativ großer Teil kommen wird. Und diese werden kontinuierlich durch Erweiterungen dann komplettiert. Die Anzahl der Erweiterungen soll dabei 10 bis 20 betragen. Also 10 bis 20 Expansions im Laufe der Zeit, um Streets zu vervollständigen. Der Plan, dass Streets of Tarkov im Dezember kommen soll, ist übrigens gekippt. Wir erwarten jetzt Streets of Tarkov Anfang 2022. Über die Nachricht freue ich mich jetzt besonders. Und zwar gehen die ETS-Server wieder live, 2 Wochen nach 12.1.1 Release. Und warum freuen wir uns da besonders? ETS-Server werden das Unity-Update haben. Wer nicht weiß, was ein ETS-Server ist. ETS-Server sind die Escape from Tarkov Test-Server, bei der Leute mit Zugang schon einen relativ frühen Blick auf neue Entwicklungen werfen können. Mit der Verschiebung von Streets of Tarkov ins Jahr 2022 bestätigt Nikita aber gleichzeitig, dass Lighthouse noch vor Streets rauskommen wird und dass 70% der Mitarbeiter momentan an Lighthouse arbeiten. Außerdem wird Voice over IP und Inertia, das heißt das neue Bewegungssystem, was das ganze Spiel etwas träger machen soll, in 12.12 kommen. Tatsächlich sind Voice over IP und das Inertia-System die am höchst priorisierten Features für 12.1.2. Dann war Nikita so freundlich, uns eine neue Waffe zu zeigen, und zwar die MP155 Ultima, eine sogenannte Smart Shotgun. Sie hat eine Thermalkamera und einen eingebauten LCD-Screen. Richtig cool, wobei Nikita sagt, ja, es ist ganz lustig, aber jetzt nicht so effektiv. Dieses Thermal-Sight, was man hier sieht, das ist ein bisschen verpixelt und hat eine sehr, sehr kurze Reichweite. Der Name ist wohl Sig Echo One. Sig Echo One Thermal Sight. Das Ganze kommt bereits in 12.1.1 auf uns zu. Be prepared for something interesting. I hope next it will start with the next week. Some cool stuff will be. So it will be a good thing to. Deine Abschlussworte. Etwas sehr Interessantes wird nächste Woche schon passieren. Und wird kommen, also bereitet euch auf was, auf eine Überraschung vor. Nikita, wir sind mega gespannt. Vielen Dank für dieses tolle Interview. Hier nochmal 2, 3 abschließende Worte von ihm. Like and subscribe, become a sponsor, buy a milk, learn Spanish. Bye bye. Vielen Dank, Leute. Wenn ihr das letzte Video sehen möchtet, klickt hier drauf. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bleibt gesund, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal. Bis zu den nächsten News. Ciao, ciao. Ciao, ciao.